Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute zeige ich euch, wie man die gefiederte Pilzbestie besiegt, ohne dass die Pilzbestien weitere Pilzbestien erschaffen kann. Warum ist das wichtig? Einerseits noch für die Aktion, für die aktuelle. Bei Beobachtung des Behemoths gibt es hier 40 Urgesteine dafür, dass man das genau das, was ich gerade gesagt habe, macht. Ich glaube, es gibt sogar ein Achievement dafür, bin ich mir jetzt aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall muss man die Pilzbestie besiegen, ohne dass sie weitere Pilzbestien erschafft. Wie schafft man das? Ganz einfach, man muss sie in den aktivierten Modus befördern. Dieser wird unter der Lebensanzeige angezeigt. Und dafür braucht man einen Elektro-Character. Also den aktivierten Modus aktiviert man mit Elektrokraft und währenddessen ist wichtig, dass man kein Pyro benutzt, weil Pyro verringert den Aufladungsstatus wieder. Das heißt, ihr wollt quasi nur Elektro und gegebenenfalls noch andere Elemente mit Elektro kombinieren. Meine Yaemiko ist leider nicht sehr gut auf Death gebaut und irgendwie ist auch gerade mein Mauszeiger verschwunden. Weil ich relativ viel Schaden bekomme, ist natürlich wieder ein geiler Vorführeffekt, aber ist egal. Funktioniert auch mit allen anderen Charakteren, also Yaemiko nehme ich jetzt einfach der Einfachheit halber für mich. Vollkommen egal. Und jetzt seht ihr, jetzt haben wir den aktivierten Modus eh schon aktiviert. Die Leiste oben ist Vollgang. Jetzt könnt ihr auch wieder Pyro aktivieren. Das ist jetzt vollkommen egal. Und jetzt könnt ihr sie einfach besiegen. Sie ist jetzt kurz in so einem Rage-Mode sozusagen. Genau. Wo sie verschiedene Fähigkeiten benutzt. Das ist die eine. Es gibt noch eine andere Fähigkeit, wo sie ganz oft hin und her rennt. So ähnlich wie die Kryo-Hypostase, die sich in diesen Beyblade verwandelt und dann hin und her rollt. Macht die Pilzbestie das auch, die stürmt dann wie ein Stier quasi auf euch zu. Aber nach jeder dieser Fähigkeiten, die sie da benutzen kann, fällt sie dann quasi in Ohnmacht, ist erschöpft. Und währenddessen kann man sie dann super einfach besiegen. Und genau, dann solltet ihr eigentlich normalerweise das eben bekommen. Und das war es auch schon. Das heißt, der Trick ist, einfach Elektro gegen die Pilzbestie zu verwenden. Und wie man es gerade schon gesehen hat, unter der Lebensleiste dieses Manschgal, also dieses Männchen, muss ich aufladen, das geht eben mit Elektro und währenddessen kein Pyro benutzen. Also am besten nehmt ihr einfach kein Pyro mit, sondern nur ein oder zwei Elektrohelden und dann noch zwei andere Helden, Heiler und einen Damage Dealer und dann sollte das eigentlich ganz gut funktionieren. Und ich hoffe, das klappt bei euch auf jeden Fall. Ich habe jetzt mehrere Kommentare bekommen, dass da Leute Probleme hatten und ja gut, in meinem Video habe ich es auch überhaupt nicht erklärt, deswegen habe ich mich dazu verpflichtet gefühlt, das nochmal nachzubessern. Und ja, ich hoffe, das konnte euch weiterhelfen. Ich hoffe, ihr habt es jetzt geschafft. Und wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.